Herzlich willkommen, meine lieben Roller- und Tuning-Freunde. Ich möchte heute mal über ein Thema sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, und zwar Wandlerfedern, Wandler-Gegendruckfeder. Ja? So. Ja, ich habe hier eine riesige Sammlung mal hingestellt und will euch mal was dazu erklären. Die Federn gibt es von x-igen Herstellern mit Versprechen 25% härter, 50% härter, 80% härter etc. pp. Ja? Und Leute, vergesst es. Das ist nur Geldmacherei. Ihr braucht definitiv keine härtere Gegendruckfeder, wenn ihr mit einem 70 Kubik Zylinder durch die Gegend fahrt, der nicht mehr, sage ich mal, wie 8, 9 PS bringt. Weil, ich werde euch das jetzt erklären. Wenn die Gegendruckfeder zu hart ist, so, wenn die zu hart ist, passiert Folgendes. Eure Variomatik will fahren, die fährt auch, ja, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist nämlich der Punkt, wo die Gewichte nicht mehr zum Tragen kommen. Also, die können nicht weiter verstellen. Die Gewichte, weil die Feder einfach zu hart ist. Ja? Wenn ihr also ein Problem habt, sage ich mal, ihr habt alles gemacht, dicken Zylinder drauf, etc. pp., habt die Vario umgeändert, habt die Wandlerfeder geändert und auf einmal schafft ihr nur noch, was weiß ich, 45 oder 50 km/h. Ist ja regelkonform. Müsst ihr euch mal fragen, woran es liegt. Meistens an der Gegendruckfeder. Leute. Es gibt x-ige Varianten. Ja? Ich habe die mal durchgedrückt auf einer Federdruckwaage. Das würde aber jetzt hier wirklich zu weit führen, um euch das noch zu erklären. Ja? Ich kann nur eins dazu sagen: bis 8 PS, 9 PS, das ist zum Beispiel eine Piaggio-Gegendruckfeder Original. Und ja, die Feder könnt ihr bis 8, 9 PS könnt ihr die fahren. Wenn ihr mehr wollt, ist das eine andere Sache. Dann fängt irgendwann der Keilriemen an durchzurutschen. Dann presst ihr den Riemen, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, die Wandlerscheibe nicht genug hinten gegeneinander. Und dadurch kann sein, dass der Riemen durchrutscht. Müsst ihr ausprobieren. Dann der Wahnsinn, es gibt Wandlerfedern, beziehungsweise ja, Wandlerfedern, die sind ellenlang. Ja? Guckt euch das an. Das ist original. Das habe ich im Internet gekauft. So. Folgendes Phänomen wird hier passieren. Durch die anderthalb Wicklungen, die die Feder mehr hat, wird die auf Block laufen. Auf Block heißt, die ganzen Wicklungen liegen alle aufeinander, ohne Luft und ihr habt keine Verstellmöglichkeit mehr vom Wandler. Das Thema hat sich dann erledigt. Nur nochmal hier als Beispiel. So, und dann kann der Wandler hinten, also fährt nicht mehr runter, weil alles auf Block liegt. Feierabend. Endgeschwindigkeit auch gestorben. Der nächste Wahnsinn ist in der Variomatik viel zu leichte Gewichte. Leute, es gibt welche, die fahren mit 3,5 g, da fasse ich mir an den Kopf. Wenn die zu leicht sind, drückt sich hinten die Gegendruckfeder vom Wandler auch nicht mehr zusammen.
um den Wandler zu verstellen. So, Enddefekt, das Problem ist weniger Endgeschwindigkeit. Ich habe früher den Wahnsinn auch gemacht, habe mir so teure Federn hier gekauft. Es hat im Endeffekt nichts gebracht. Wisst ihr, wo ich jetzt wieder bin? Beim Original. Ja? Original Wandlerfeder und 8 Gramm Gewichte auf einem Sverra RSC50. Ende. Reicht. Läuft. So. Das wollte ich euch nochmal rüberbringen. Das ist das Wort zum Montag. Macht euch mal Gedanken drüber. Also wenn euer Roller nach den ganzen Modifikationen langsamer geworden ist, liegt irgendwo im Antrieb zwischen Variomatik und Wandler ein gravierender Fehler vor. Und da müsst ihr halt den Deckel nochmal abmachen, gucken, woran es liegt. Man kann ja sehen, wie weit der Keilriemen gefahren ist auf der Variomatik. Dann macht ihr halt über die Variomatik, macht ihr euch ein paar Striche mit dem Edding. Ja, ich hole mal eben eine Variomatik her. Ja, mit dem Edding. Ist jetzt nur als Beispiel liegt die hier. Die habe ich ja für die anderen Videos schon verwendet. Aber man sieht ja auch die gestrichelte Linie, wo der Keilriemen immer gefahren ist. So, macht euch einfach so ein paar quere Striche drauf hier, so kreuz und quer. Von oben nach unten. Und wenn die abradiert sind, wisst ihr genau, der Wandler hat gefahren. Es kann auch nur sein, dass nachher hier so ein Stück stehen bleibt. So hat der Wandler nicht gefahren. Also wisst ihr Bescheid, ist sehr trocken, aber Leute, haltet euch das immer vor Augen. Ne? Anzug ist nicht alles. Vor allen Dingen, ihr dreht den Motor auf Dauer kaputt. Wenn hinten die Feder zu hart ist und vorne die Gewichte zu leicht. Ja, der dreht ja dann seine 14.000, 15.000. Ihr habt einen mega Benzinverbrauch. Kommt nicht von der Stelle. Ja, ich kenne die Fahrer ja von Rollern. Die wiegen 75, 80 Kilo maximal. Und dann ist, ja, Leute, also, müsst ihr selber wissen. Ist nur ein Tipp von mir. Das ist das Wort zum Montag. Ciao, tschüss.